Und wenn du einfach dieses Schweinefleischverbot aus dem Alten Testament nimmst und einfach nur eine Ernährungssünde deklarierst, dann ist das viel zu kurz gedacht. Da fehlt die ganze geistige Bedeutung dahinter. Ja. Deswegen sollten sich die Muslime eben Gedanken machen, warum Gott im Alten Testament in der Bibel solche Tiere explizit erwähnt, damit wir einen geistigen Nutzen davon haben, dass wir eben durch das Verhalten dieser Tiere, zum Beispiel der Hund. Ja, der Hund ist hallo, unrein. Hallo. Warum? Hallo, grüß dich. Warum ist der Hund ein unreines Tier? Wir lieben ja Hunde, wir haben alle Hunde. Warum ist das denn unreiner als das ein anderes Tier? Die sind ja alle schmutzig, die Tiere. Aber warum der Hund besonders? Weil er sich zu seinem Erbrochenen zurückkehrt und sein Erbrochenes wieder aufnimmt. Der liebt das, der Hund. Das heißt also, ein Hund ist ein Sinnbild auf einen Menschen, der immer wieder zurückkehren möchte und das, was er schon überwunden hat an Sünden, dass er das schon wieder in sich aufnimmt. Wiederkäut, hallo. Wieder dieses, sehr gut erklärt, Reza. Sehr gut erklärt. Ja, ja, ja. Ich habe genau. Mal eine Frage, Reza. Ja, bitte. Es gibt so Leute, die so predigen mit diesen Menschenklamotten. Die sagen, ja. Gott hat 99 Namen. Yahweh, Jesus, Allah, das sind alles Götter. Und die verbreiten diese sogenannten Flyer mit Tantra, Yoga, Mönche und Allah ist Gott, Jesus ist Gott, Yahweh ist Gott. Was ist denn das für eine Glaubensrichtung? Habe ich noch nie gehört. Du meinst jetzt dieses Alles ist Gott? Das, die haben so Klamotten wie so Mönche, haben auch Glatze, sind meistens immer am Hauptbahnhof, zum Beispiel in Bonn oder in Köln, ja. Habe ich ja auch schon gesehen. Und die verteilen so Flyers. Auf dem Flyer steht Tantra, dann stand auch mal Yoga und dann steht auch so, ja, dann haben die so ja, einen kleinen. Das ist Hinduismus. Das ist Esoterik. Die heutige Esoterik ist nichts anderes als eine Wiederauflage von Hinduismus. Das sind die aber die sagen Allah, die sagen, Gott hat 99 Namen und darunter ja. steht Allah, dann steht Yahweh, Jesus und alles drum und dran. Die machen das auf, die zeigen, es stehen wirklich 99 Namen. Und die sagen auch, ja, das Bibel, die Bibel war mal ein Buch, ist jetzt verfälscht worden und alles drum und dran. Aber mit Menschenklamotten. Ja, dann haben die wahrscheinlich eine ganz neue Philosophie und Religion aufgestellt. Die kenne ich selber noch nicht. Wenn die also mit Hinduismus, Islam und so eine Mischmasch von allem machen wollen, dann ist das eine ganz neuartige Sekte. Na, die kenne ich selber noch nicht. Okay, gut. Das war nur meine Frage. Es gibt halt diese pantheistischen Religions-Weltanschauungsmodelle, die sagen irgendwie, alles ist Gott. Und die nehmen alle Götter mit. Die sagen nur, das sind verschiedene Aspekte des einen Gottes. Okay, alles klar. Dann trotzdem uns. Danke, dass du mich kurz hochgenommen hast, Armin. Dann einen schönen Tag noch. Ne? Ciao. Danke. Ja, Pantheismus, das ist aus dem Hinduismus. Ne? Alles ist Gott, der Baum ist Gott, Säule ist Gott, alles ist Gott. So, ne? Genau. Alles ist eins, genau. Und das ist ja diese eine Weltregierung, die kommen wird, die neue Weltordnung, wo alles eins ist. Wir sind alle eins unter einem Dach. Eine Weltreligion, genau, ne? Du schon sagst. House of One, genau. Ne? Wo der Papst auch Werbung dafür, ne? Hat der Werbung dafür gemacht, oder was? Ja, kann der Papst sein? Macht ja auch Werbung für die neue Weltordnung. Warte mal kurz, Amir. Ja. Ich habe davon auch gehört, dass der Papst sogar irgendwie für die Einheit geworben hat, dass man so die Religion zusammenkommen und den einen Gott da anbetet und dieses House of One, und hast du nicht gesehen? Ich glaube, in Berlin sollte dieses Projekt starten, House of One oder was, wo Muslime dann mit Christen und Juden zusammen beten und sowas. Also der ganze Glaube wird durchseucht. Wahnsinn.
Ja, und der Retter Jesus Christus wird zur Nebensache. Unglaublich, nicht mit mir. Der Jesus Christus ist die Nummer eins. Und auf seine rettende Botschaft vertrauen wir. Auf seine rettende Botschaft zählen wir, setzen wir und weben, leben und sterben wir. Der holt mich von rechts. Auf Standstreifen ist hier kaputt. Vielleicht hat der Dr. Scherer aber mir erkannt. Ja, aber du bist ein falscher Doktor. Du hast auch deinen Doktortitel geklaut, wie Annalena Baerbock. Hast du ja. Plagiat gemacht. Leute, hört nicht auf ihn, wenn er sagt, er ist Doktor. Der hat auch seinen Doktortitel gestohlen. Wie dieser Gutenberg und die ganzen Leute. Das sind alles Doktor. Ich mache jetzt auch Doktortitel. Lesser, da hat jemand mal, ich weiß nicht, war das bei Facebook oder war das bei Instagram, da hat jemand mal unter irgendeinen Beitrag von mir geschickt, wo hast du promoviert, wo hast du deinen Doktortitel her? Musst du sagen, an der Universität von Ballermann 6. Von Ballaballa. In der Hetzologie habe ich gesagt. Dr. Scherer, der absoluten Hetzologie. Ja, du machst schon den besten Shake. Denn es da gibt. Ja, ich bin Hetzman. Ich bin Hetzman. Abo Hetzer. Ja, shake it, baby. Hetzman und Abo Hetzer rein. Shake that. Nein, das darf ich nicht sagen. Das ist Satan. Nee, shake das nicht, Leute. Auf gar keinen Fall dürft ihr das shake. Reza. Aber darauf zurückzukommen, wegen der Zusammenkunft der Religionen, dass sie unter diesem Deckmantel der religiösen Toleranz und alles Mögliche, die sich alle so versammeln und die so zusammen beten und sowas. Da hast du auch davon gehört. Ja, klar, natürlich. Das ist die Ökumene. Das machen die Katholiken. Ja, der Papst führt das ja sehr, sehr weit nach vorne, dass wir alle denselben Gott haben. Zum Beispiel der Papst küsst ja auch den Koran und sagt, das ist derselbe Gott. Hat ja auch der neue, hier der jetzige Papst ja auch gesagt, wir haben alle denselben Gott. Ja. Hat er somit den Herrn Jesus Christus verraten. Ja. Und wenn ich den Leuten sage, Leute, das ist ein neuer Weltordnungsagent, das ist nach vor, nach außen gibt er sich als Christ, der Papst. Aber nach innen sind das heftigste Hochgrad-Satanisten. Mit allen Wassern gewaschen, um euch zu verführen, aber das ist, entweder ist diese Sicht hinter die Kulissen gegeben oder ist sie nicht gegeben. So einfach ist das. Wenn es dir nicht gegeben ist, dann hast du von vornherein schon irgendwas falsch gemacht. Oder ja, die Audienzhalle, da hast du gesehen, dass die Audienzhalle, hast du gesehen, wie die Audienzhalle aussieht? Ja. Unfassbar, einfach ein Schlangenkopf. Ja, sicher. Ja, der Schlangenkult auch, ne? Der Schlangenkult aus Ägypten übernommen. Und das Zeichen, hat schon mal das Zeichen von Allah, die betrachtet, wie es aussieht, die alte, mächtige Schlange. Allah. Ja, da ist die Schlange, genau. Und das Symbol von Dollar, ja? Dieser Stab und die Schlange, die sich um den Stab wickelt. Das ist ja ein S, aber es ist ja Stab und die Schlange, die sich um den Stab wickelt. Das heißt also, die Kontrolle über die Währung, über das Geld hat der Satan. Die Schlange, ne? Dollar, Symbol. Und das sind halt, da gibt er sich zu erkennen, der Satan. Ne? Durch solche Symbole lässt er halt seine Leute, ne, erkennen, dass er das Sagen hat hier auf der Erde. Dass er dieses System hier beherrscht. Aber wir wissen auch aus der Bibel, Lukas 4, dass der Satan sagt, die Erde ist mir übergeben, überlassen vom Herrn. Tag. Das heißt, Gott hat ihm das überlassen. Hi, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. So, ist der Bruder fertig? Ja. Ja, kannst du reden. Aber ich will dich mal was fragen, Ex-Muslim. Ne? Guck mal, es ist mir egal, was du für eine Religion hast oder was du für keine Religion hast. Aber wieso musst du immer wieder deine Religion hier mit reinziehen, damit du vielleicht ein Thema hast, worüber du reden kannst? Wieso lässt du das nicht einfach in Ruhe? Wieso musst du immer wieder darüber reden? Was hast du da? Wir müssen immer wieder darüber reden, weil hier Menschen drin sind, die zum Beispiel auf der Suche sind und wissen wollen, was es auf sich hat mit dem Koran, Islam, was der Islam über die Bibel sagt, was der Islam über Jesus sagt und.
ich da mit dem Thema habe, dann durchgehen und gleichzeitig wäre hier. Oder? Aber guck mal, ich will dir mal was sagen. Du hast mit dem Islam nichts mehr zu tun, ne? Du hast abgeschlossen mit dem Islam, richtig? Ja, ja, ich habe im Endeffekt, ja, hab ich abgeschlossen mit dem Islam, aber du siehst ja, dass die Menschen mit dem Islam verführt werden. Aber du redest immer noch gerne darüber, ne? Irgendwo hast du irgendwo noch das Bedürfnis, darüber zu reden, weil irgendwo bist du gar nicht so entschlossen, damit entweder aufzuhören und zu sagen, okay, ich lasse das jetzt hinter mir. Aber irgendwie hast du, im Innern irgendwie hast du, dass die Muslime ihre Dauerpropaganda vielleicht zum Islam zurückzukommen. Hast du nicht das Gefühl selber? Weil du redest immer wieder darüber. Ja, ist ja mein Thema. Ja, ich weiß, aber guck mal, wenn ich zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt nicht eine Religion als Beispiel. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel eine Ehe als Beispiel und sage, guck mal, boah, ich habe meine Frau so und so verlassen und so. Dann rede ich immer noch darüber, weil ich vielleicht immer noch von ihr was will. Hast du nicht das Gefühl, dass du vielleicht zu den Islam zurück willst? Doch, ich will nicht recht. Du hast recht. Du hast vollkommen recht. Der ist neidisch auf diese 72 Jungfrauen, die Muslime bekommen im Himmel. Diese große Busen. Aber warum? Nein, das steht im Koran. Das steht im Koran, diese große Busen. Dass die große Busen haben, diese Hudis. Es geht nicht darum, wie die aussehen und so. Hör auf, irgendwelche Geschichten darüber zu erzählen. Nein, das stimmt wirklich. Nein, das ist nicht beschrieben, wie die Jungfrauen aussehen. Es ist nur beschrieben, doch, dass sie 33 Jahre alt sind und mehr nicht. Nein, Khalid, nein, bitte. Die haben große Busen. Nein. Die haben große Busen. Ihr wollt einfach nur das verstehen, was ihr verstehen wollt. Okay, Khalid, du bist doch Araber, richtig? Du kannst Arabisch, du kannst den Koran lesen, richtig? Ich habe den Koran nicht gelesen, ich bin aber Alhamdulillah Muslim. Meine Sache ist nur, warum redest du noch über den Islam, wenn du mit dem Islam abgeschlossen hast? Ich kann nur über das reden, was ich möchte, oder, Khalil? Aber findest du das okay, dass du über den Islam schlecht redest? Also, hast du keine guten Sachen über den Islam gehabt, wo du im Islam warst? Also ist das schlecht, was im Koran sich befindet? Ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist, aber du redest es schlecht. Das gerade mit dem Busen war jetzt gerade auch ein Beispiel. Warum erzählt ihr Sachen von euch, die gar nicht stimmen? Ja, aber das befindet sich im Koran drin und du siehst, dass die Menschen denken, was ist das überhaupt für ein Gott, der uns so Frauen mit schwellenden, üppigen Busen verspricht, Mann. Also ich sag dir nur eins, ne? Guck mal, ich weiß jetzt nicht, woher du kommst, aber lange hast du diesen Faden nicht, lange hast du nicht das, was du noch hier machst. Irgendwann wirst du auf den Falschen treffen und ich sag's dir, das wird nicht gut ausgehen für dich. Das ist ja kein Problem, das ist ja mir überlassen. Aber ich glaube nicht, dass du Manns genug bist, um einem Moslem das, was du machst, das ist gut sich zu sagen. Dann auf einmal gewalttätig reagiert, siehst du? Also ist der Islam eine gewalttätige Religion. Und genau, und deswegen, weil ihr gewalttätig seid, will der Amir euch helfen, aus dieser gewalttätigen Religion rauszukommen. Du siehst ja, du drohst ja jetzt zum Beispiel. Ich habe gesagt, du redest einfach über den Islam schlecht. Und ja, einer, ja, wird das nicht gefallen, dass ihr die Jungfrauen hier euch herzieht. So, das habe ich damit gemeint. Nö, weil hier in Europa herrscht Meinungsfreiheit. Hier kann man über Religionen reden. Und ihr Muslime, ihr seid nicht fähig dazu. Ihr kommt sofort Wenn du mit den Islam nicht abgeschlossen hast. Und ich mach dich Messerkultur, wollen wir nicht haben. Ich mach dich Messerkultur, muss sagen, in den Gebirge rein. Das gehört in die Gebirge. Sagen, nicht in die moderne Gesellschaft. Vielleicht zum Islam. Und wenn diese Ich mach dich Messerkultur muss von den Leuten. So, ich mach dich Messerkultur. Ja, ja, Salam und Al-Messer. Salam und Al-Messer. Ciao, ciao. Messer al-Alaikum. Salam und Al-Messer al-Alaikum. Ja, da siehst du mal, Lisa, ne? Also wenn du nicht unserer Meinung bist, da gibt es dann Leute, die zum Beispiel, genau, oder dann wenn du sofort deine Gedanken redest, gibt es direkt dann eventuell Probleme. Merkst du? Ja, genau, da hatte ich gedroht gerade. Pass auf, dass du nicht auf einen Muslim triffst, der guter Muslim ist und dir was tut. Das wollte er damit sagen. Aber wenn du sagst, ja, der Islam ist dann gewalttätig, nein, Astaghfirullah, wir haben mit sowas nichts zu tun. Aber pass auf, was du tust. Sonst immer wie krank. Wie krank das Ganze ist. Pass auf, was du sagst, aber Islam ist friedlich. In einem Satz, in einem Atemzug, da siehst du, dass diese Muslime nicht einmal in ihrem Leben über sich selber nachdenken, was die sagen. Da kommt einfach was raus aus dem Mund, jetzt von ihm. Er hat noch nie darüber nachgedacht, was er sagt.
Er hat sogar gerade eben gesagt, dass er noch nie den Koran gelesen hat. Der wollte trotzdem sagen, habt ihr euch Moslem. Also siehst du mal, was ihr abtut. So die erste Null Ahnung von Islam, aber ich bin stolz auf Islam. Das ist. Ja, es, man muss denen helfen, trotzdem die Sachen zu erkennen, ne? Ja, natürlich, klar. Man muss denen helfen. Deswegen habe ich ihm ja gesagt, in einer offenen Gesellschaft muss es möglich sein, über gewisse Dinge zu reden. Stell dir mal vor, wir würden als Christen jetzt losziehen und die LGBTQ-Gemeinde auseinanderpflücken, weil sie den Herrn Jesus Christus so als homosexuell darstellen und die E-Mails zerreißen und alles Mögliche. Wo kommen wir denn dann hin? Ja. Und von seiner Sorte hier sind ja Millionen hier in Europa und in Deutschland. Millionen. Und wartet mal ab, ihr Lieben. Wenn mal hier die Wirtschaft zusammenbricht, weil es gibt noch hier Frieden, weil es noch den Muslimen und so weiter gut geht finanziell. Wartet mal ab, wenn die Wirtschaft, wenn es zu einem finanziellen Crash kommt. Und dann geht's richtig ab. Dann seht ihr, warum Millionen von Muslime in Deutschland gekommen sind, was sie mit euch machen werden, wenn plötzlich sie Hunger kriegen. Oder ihre Familie bedroht ist durch Hunger. Dann gibt's eine große Actionfilm. Und der Herr Jesus erlaubt das. Genau deswegen hatte sie millionenfach hingeholt. Und sie vorbereitet zum Losschlagen demnächst, wenn die Apokalypse beginnt. Offenbarung Kapitel 6. Dann wird's richtig Halligalli werden. Um die abgefallenen Passchristen, die von morgens bis abends in Sünde leben, zu bearbeiten. Genauso. Und ihr seht ja, dass sie gewaltbereit sind. Habt ihr gehört? Pass auf, dass du nicht auf den Falschen triffst. Dann könnte dir was passieren. Das heißt, gewaltbereit. Und wenn die auf einmal Hunger kriegen und Panik, wegen Essen und Bauch, dann ist was los. Weil ich kenne ja meine Leute, ich bin ja Ex-Muslim. Ich weiß ja, wie die ticken. Ich weiß ja, wie wir Muslime, also Ex-Muslime generell aus diesen Ländern ticken. Ja. Und das hat die Europa noch vor sich. Ich meine, ganze Städte in Schweden, Amir, da geht die Polizei nur noch, also fast mit Militär rein. Weil da die muslimischen Leute, das sind muslimische Gegenden, haben die übernommen, die Muslime. Und die schießen sogar auf die Polizei, wenn die Polizei einfach so nur mit ein, zwei Leute dahin geht. Ja, Frankreich ja genauso. Frankreich, Schweden, England, ganze Vergewaltigungsbanden. Ganze Vergewaltigungsbanden. Ja. Ja. Ganz, ganz, also das Ganze wird noch zusammengehalten, dieser Frieden momentan, weil es den Leuten finanziell noch gut geht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Der Finanzcrash kommt. Das steht in Offenbarung 6 schon längst da. Und wenn der Herr das sagt, dann wird das auch so kommen. Da kommt es zu blutigen Bürgerkriegen, dass sie einander hinschlachten sollten, sagt das Wort Gottes in Offenbarung 6. Und es wird ihnen ein großes Schwert gegeben. Riesenschlachterei. Schlimmste Bürgerkriege. Und das geht eben nicht mit Buddhisten. Der Herr weiß ja, welche Leute am gewaltbereitesten sind auf der Welt. Und die bringt er hierhin, damit er seine abgefallenen Passchristen bearbeitet. Boah, also, ja. So einfach ist es. Aber selbst diese liberalen Muslime werden ja auch dran sein. Also die sagen, Alhamdulillah, ich bin Moslem. Die werden auch ein Kopfschütteln. Ja, aber die liberalen Muslime kennst du auch. Die sind so weit es nur ein bisschen um ihre Existenz geht, dann sind die auch gewaltbereit. Ja, das natürlich. Auch so. Und ordentlich ja, auch den gewaltbereiten Muslimen dann unter, ne? Damit sie nicht selber Konsequenzen spüren. Ja, wobei nein. Ich meine, damit, wenn die Muslime gegen die autochthone europäische Bevölkerung losschlagen, wird es kommt zu einem einfachen Bürgerkrieg, jeder gegen jeden, weil es um Ressourcen geht, um Überleben. Nicht um Islamisierung. Nein, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, dann geht's los mit Panik um Essen. Und wir wissen ja, was die eingewanderte Muslime eben für, wie die drauf sind. Weil wir selber so waren, kennst du ja. Wir sind ja selber so gewesen. Und deswegen wird es zu einer riesen Schlachterei kommen. Das ist also ungeahnten Ausmaßes.
Ja, traurig, aber so ist nun mal der Weg, was die Bibel vorgeschlagen hat, bis dass der Herr Jesus wiederkommt. Essen, ne? Es wird noch alles. Das wird alles noch geschehen. Lies mal die ersten Verse von Offenbarung Kapitel 6, die vier apokalyptischen Reiter. Das wird demnächst auf die Menschheit in Europa zukommen und Amerika. Generell Europa und Amerika, die westlichen Länder, wo das ehemalige Christentum vorgeherrscht hat. Oder beziehungsweise immer noch vorherrschend ist, so ein bisschen. Passchristentum, die kommen als erstes dran, weil der Herr eben mit den abgefallenen Passchristen ins Gericht geht. So, ich muss mal kurz mich zurückhalten. Könnt ihr mich hören? Ja, das, was mein Bruder da anspricht, das wird auf die abgefallene Passchristenheit in Europa zukommen. Dass der Herr Jesus Christus dann eines Tages seine schützende Hand über diese Länder wegnimmt und dann wird Offenbarung 6 sich erfüllen. Das wird Ausmaße annehmen, das ist unglaublich. Kein Wunder, ich habe euch das gesagt, kein Wunder, dass so eine Ideologie hier nach Deutschland bzw. Europa geholt wird. Warum? Man weiß ja, dass der Islam überhaupt nichts mit Demokratie, Menschenrechte und sowas zu tun hat. Das ist ja Quatsch. Man sieht das anhand Iran, anhand Saudi-Arabiens, Pakistan, Sudan, Nigeria, Irak und hast du nicht gesehen, wo die Scharia herrscht. Teile, wo die Scharia herrscht. Das hat ja nichts mehr mit Menschenrechte zu tun. Also unvereinbar. Könnt ihr mich hören? Gott segne dich und deine Familie. Gott segne an mir, Bruder. Wie geht's dir? Na, danke, mir geht's ganz gut. Im Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Wie geht's dir? Dankeschön, Dankeschön. Armin, ich sitze mit einem Freund hier und er fragt mich gerade, warum hat Jesus zum Vater gesprochen an der Stelle, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt, wenn er Gott ist, wie kann er dann zum Vater, also zum Vater? Kannst du das mal bitte erklären? Ja, weil wir glauben ja an die Trinität und dass der Jesus Christus zum Vater gesprochen hat und der Jesus Christus um Vergebung für diese Menschen bittet, dass der Vater die Sünden quasi dieser Menschen nicht anrechnet. Da siehst du mal, wie heilig der Jesus Christus ist, dass er selbst am Kreuz den Leuten sozusagen sagt, Vater, vergib ihnen und rechne ihnen das nicht an. Das ist so herrlich. Anhand dieses Beispiels können wir schon sehen, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Ja, weil er sagt, wenn er Gott ist, warum spricht er zum Vater? Ich habe gesagt, ja, der Sohn ist ja Mensch geworden, er ist auch vollkommener Mensch. Und die Gebete und das Sprechen zum Vater ist ein Muss gewesen, weil diese
innige Beziehung aufrecht immer gehalten muss. Sowohl der Vater redet zum Sohn, als auch der Sohn zum Vater. Du kannst ihm gerne Hebräer 1, Kapitel 1, den ganzen Kapitel 1 mal vorlesen. Dann wird ihm das klar werden. Amen. Amir, Bruder, ich wollte dir sagen, dass ich dich übertrieben liebe. Ich bete auch für dich. Gott segne dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich liebe dich. Ciao. Ich liebe dich. Bleib so, wie du bist. Auch. Ich bin hinter dir, Bruder. Ich liebe dich. Kajou Gott zusammen. Ich dich auch. Ciao. Okay, ciao, ciao. Ja, krass. Ja. So ist das, ne? Wenn die Gebete zum Vater gehen, dann ist es natürlich im perfekten Einklang, weil wir Trinitarier sind. Deswegen fragt man ja auch die Muslime. Könnt ihr mich hören? Ja, okay. Ja, jetzt wieder. Amir braucht WLAN. Aber echt, Amir braucht WLAN. Ich glaube, es gibt auch so von Vodafone oder sowas, so kleine WLAN-Stationen oder was, ne? Gibt es sowas? Und dann kann man ja unendlich begrenztes Internet ja holen oder sowas. Dass man auch schnelles Internet hat oder was, wo man dann auch überall das gute Netz hat. Mobiler Router, genau. Muss mal gucken, dass man sich sowas mal besorgt. Telekom ist besser, ja. Ich liebe euch auch, wir lieben dich, ich liebe euch auch.
Amir. Ja, bitte? Dr. Sheikh Abu Amir, bitte. Wo ist mein gesegneter Bruder hin? Wo ist Abu Hezzarai hingegangen? Where is my brother? Hier bin ich. Ugur. Ur. Armin Staatsfeind Nummer 1 für die Katholiken. Ach was. Nein, wir lieben auch die Katholiken, wir lieben die Orthodoxen, wir lieben alle Menschen. Nur ab und zu mal ja, müssen wir halt auch das aussprechen, was ausgesprochen werden muss. Sind auch nicht immer mit allem einverstanden. Trotzdem lieben wir uns ja einander, oder? Nur wenn ich jetzt mit jemandem nicht einverstanden bin, heißt es doch nicht, dass ich ihn hasse. Das ist doch Quatsch. Wieso kann ich sagen, dass ich euch liebe? Und ihr beispielsweise oder die anderen können das nicht sagen. Das ist Wahnsinn. Lasst euch mal vor, ich lese euch mal was vor, damit ihr versteht. Wartet. Ich glaube, ich muss ganz kurz noch warten. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Kennt ihr das vielleicht, ihr Lieben? Lasst mich euch vorlesen, ihr Wundervollen. Mein Lieblingsvers aus der Bibel. Dann kann ich weiterfahren. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja, genau so geht's. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und derjenige, der nicht liebt, ist nicht aus Gott geboren, hat Gott auch niemals erkannt. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Halleluja. Hä? Hier, Geliebte, pass auf. 1. Johannes 4,7, mein Lieblingsvers aus der Bibel. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und jetzt, jeder Christ sollte das lesen und dann zu mir kommen und sagen, Armin, ich liebe dich, wenn du dich Christ nennst. Mach mal! Wieso kann ich denn sagen, ich liebe dich? Versteht ihr jetzt? Jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und hat Gott erkannt. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott auch niemals erkannt. Denn Gott ist Liebe. Warte. Ich muss jemanden mal hier... Stummschalten.
Da seht ihr mal. Geliebte, wie wundervoll dieser Satz ist, ne? Geliebt. Gibt es irgendeinen Vers im Koran, wo steht, Geliebte, lasst uns einander lieben? Du findest nicht einen Vers, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, hat Gott erkannt. Und derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das ist Wahnsinn, ne? Abo Hetzerei. Ey, du falscher Doktor, lass mich in Ruhe mit deiner Hetzerei. Ich werde hier weiterhin meine Doktorarbeit vollenden. Deine Doktorarbeit ist gestohlen, hör auf, Plagiat. Ich sage dir, die klauen alle von mir. Das sind alles Plagiate von Dr. Serkan Bohamil. Ihr seid alle falsche 50er-Doktoren, von oben bis unten. Von oben bis unten. Ich bin der einzige Doktor. Ich bin der wahrhaftige Doktor. Dr. Frankenstein. Frankie. Dr. Frankenstein. Ach, die Geschichte von Dr. Frankenstein, Amir. Was ist das für eine Geschichte? Das muss ich mal erklären. Da ist ja ein sehr intelligenter Wissenschaftler, der anfängt, Tote zum Leben zu erwecken, also Menschen zu erschaffen. Stimmt, ja, ja. Ja, wer ist dieser intelligente Wissenschaftler? Der Menschen erschafft. Den ersten Menschen. Ich kenne da jemanden. Jeder Film ist ein Bild und Symbolik auf den Herrn Jesus Christus, den Schöpfer, der den Adam erschafft. Das ist so mit Dr. Frankenstein. Der Teufel hat nichts anderes, ne, als nur den Herrn Jesus Christus nachzuäffen und ihn zu kopieren. Ja, so ist das. Ja, und das ist, was du ja gerade vorgelesen hast aus dem Wort Gottes, dass Gott Liebe ist. Deswegen verstehen es die meisten Leute nicht, dass der Weg zu Gott eben genauso Liebe ist. Das muss ja, es kann ja nichts anderes sein. Hass kann es ja nicht sein. Gott kann ja nicht Hass sein. Also die Natur Gottes ja muss er Liebe sein, weil er ja auch Liebe in uns hineingegeben hat. Wir alle wissen, wenn wir jemanden lieben, was die Liebe ist. Und wir wissen sofort, dass das nicht von dieser Welt ist, sondern die Liebe ist von Gott gegeben. Das ist eine Sache, die können wir einfach nicht hier erschaffen. Das wird von Gott in uns hineingelegt. Das ist mein Lieblingsvers aus der Bibel, der sagt, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, hat Gott erkannt. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Vers, der uns zeigt, eben, dass Gott Liebe ist und auch wir, wenn wir mit Gott wandeln, mit dem wahren Gott, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst und sogar unsere Feinde lieben. Da sieht man eben diese Liebe, die Natur Gottes, die in uns auch hineingegeben worden ist. Amen. Morgen. Hi. Hörst du mich? Ja. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, ebenfalls. Danke. Ich wollte dich mal fragen, wie du das siehst, als Jesus am Kreuz war und er gesagt hat, Vater, warum hast du mich verlassen? Das würde ich mal gerne von dir wissen, was du denkst, was er damit meinte. Hast du die Bibel zur Hand? Leider nicht. Schade. Der Herr Jesus Christus, als er diese Sachen ausgerufen hat mit mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist ein Prophetie aus dem Alten Testament. Das ist aus dem Psalm 22. Ja. Mein Bruder kann dir das jetzt nochmal genauer erläutern. Okay. Ja, genau. Psalm 22, 1000 Jahre vor der Kreuzigung durch David als Prophezeiung auf den gekreuzigten Messias hingeschrieben. Das heißt also, es steht im Alten Testament 1000 Jahre vor Jesus Christus Kreuzigung. Und Psalm 22 ist der Kreuzigungspsalm. Also von Anfang des Psalmes bis zum Ende geht es nur um die Kreuzigung des Herrn Jesus Christus. Dass er gekreuzigt wird, dass er sagt, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der erste Satz fängt schon an. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Jesus Christus spricht das auch aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und somit hat er die Prophetie aus dem Alten Testament erfüllt am Kreuz. Wahnsinn. Ich krieg schon wieder Gänsehaut am ganzen Körper. Okay. Du weißt ja, du kennst doch die Geschichte, also du weißt ja die Sache, wo die römischen Soldaten das Gewand des Herrn Jesus ja ausgezogen haben, bevor die ihn gekreuzigt haben. Und
das Gewand, das losgeschmissen haben, also das losgeworfen haben, wer das Gewand bekommt. Und die haben die, das Gewand unter sich geteilt. Kennst du das? Ja. Und das steht 1:1 in diesem Psalm, 1000 Jahre vor der Kreuzigung. Du musst den Psalm 22 mal lesen, das dauert keine Minute. Atemberaubend. Dass er all seine Gebeine sieht. Du, also dieser Psalm, wenn du das liest, siehst du sozusagen, du liest das, was der Herr Jesus, wenn er am Kreuz hängt, so vor sich denkt und sieht vor sich, die Leute, die vor ihm sind. 1000 Jahre vorher, wie so eine Art, also wie so ein Film, wie so eine Kameraführung, eine Live-Kamera, also Live-Kameraführung. Das nimmt dich mit, die Bibel, 1000 Jahre zurück und gibt dir dieses plastische Bild vor deinen Augen, wie der Herr Jesus am Kreuz hängt und diese Sachen spricht, 1000 Jahre vorher, weil das hat ja Gott durch David gesprochen. Also ich muss zugeben, die Prophezeiung, ja. Ich habe die Bibel noch nie Ende gelesen, das muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber ich befasse mich mehr damit, jetzt, wo ich älter werde, dann also jetzt sieht man ja auch viele Sachen anders. Ne? Und aber die Bibel so zu Ende gelesen habe ich noch nie. Amir, hast du nicht mal kurz eine Minute Zeit, Psalm 22 zu lesen? Das dauert ja keine eine Minute, damit er das sieht. Die ganzen einzelnen Prophezeiungen am Kreuz, wie die aufgehen. Und das 1000 Jahre vor der Kreuzigung. Ja, warte. Dass er nackt am Kreuz hängt und dass die Leute ihre Maul aufsperren gegen ihn. Er soll sich doch selber befreien. Genau das, was die Juden am Kreuz gesagt haben. Befrei dich doch selber, du bist doch der Sohn Gottes. Das steht alles 1:1 so da drin, in diesem Psalm. Das heißt, das kann ja nur Gott sein, wenn er so genaue Prophezeiungen geben kann, minutiös, 1000 Jahre vorher. Soll ich vorlesen? Ja, ja, lies mal vor. Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden. Auf dich vertrauen sie und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet. Warte, Amir. Siehst du, der Herr Jesus sagt, ich bin wie ein Wurm, ein Spott der Leute. Der Herr hängt am Kreuz und die Leute lachen ihn aus und er ist nackt. Mhm. Und wir wissen ja, Würmer haben ja keine so eine richtige Pelzhaut, die sind nackt. Ja. Ja, und die sind ja nur zum Zertreten da, die können sich nicht wehren. Das sind die Tiere, die überhaupt keine Wärmeinstrumente an sich haben, um sich zu wehren. Und sie sind nackt. Und der Herr Jesus sagt, ich fühle mich wie ein Wurm, nicht mal wie ein Mensch, wie ich hier am Kreuz hänge und die Leute mich verspotten. Ja, weiter, Amir? Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien, der soll ihn retten. Siehst du, Genau, denn sein Gott soll ihn ja befreien hier vom Kreuz. Er soll runterkommen vom Kreuz. Er hat immer von seinem Gott gesprochen. Der soll sich schon befreien jetzt vom Kreuz. Siehst du, das sind diese minutiösen Sätze, die da gesprochen wurden. Weiter, Amir. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich jetzt spricht der Herr Jesus, als er in Maria entstanden ist. Als der Herr Jesus Mensch wurde. Du hast mich aus meinem Mutterleib gezogen. Jetzt spricht er über seine Menschwerdung in Maria. Weiter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterschoß an. Vom Leib. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her. Bist du mein Gott, sei nicht fern. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Barschan umzingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf, wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt.
Mein Herz. Warte kurz. Alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Das heißt also, der Herr Jesus, wenn er am Kreuz gehangen hat, mehrere Stunden, alle seine Knochen und so weiter waren schon ausgerenkt. Verstehst du, Mama? Ja, heftig, ja. Ja, merkst du das, wie diese Bilder, wie als ob jemand das mit Kamera aufgenommen hätte, die Kreuzigung. Und 1000 Jahre vorher durch die Zeit gereist ist und das so wie so ein Film den Leuten zeigt. Wahnsinn, Gänsehaut am ganzen Körper, ey. So weiter, Alter, das wird noch heftiger, warte mal, weiter. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet. Ja, jetzt die Kreuzigung. Meine Wenn der Kraft, Herr Jesus seine Kraft langsam verschwindet am Kreuz. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen. Und du lebst Durst. Im Staub des Todes. Ja. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Warte, es ist das Heftigste. Sie haben mir meine Hände und Füße durchbohrt. Mame. Ja, ich höre. Ich kann ja, der Jesus spricht jetzt am Kreuz. Der Herr Jesus sagt, sie haben meine Füße und meine Beine durchbohrt mit den Nägeln am Kreuz. Weiter. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. So, jetzt, das ist heftig. Sie teilten meine Kleider unter sich und warfen das Los über mein Gewand. Und das haben die römischen Soldaten am Kreuz gemacht. Sie haben losgeworfen, wer das Gewand des Herrn bekommt. Kennst du diese berühmten Stellen? Wahnsinn. 1000 Jahre vorher prophezeit. Wie kann jemand das so machen? So genau etwas beschreiben, was 1000 Jahre später exakt eintrifft. Das heftig, kann doch kein Mensch machen, sowas. Das kann nur ein Wesen, der außerhalb von Zeit und Raum steht und Millionen von Jahren oder Tausende von Jahren direkt sehen kann. Was kommen wird später? Wie ein Film. Wie eine Zeitaufnahme. Weiter, Amir? Ja. Du aber, Herr, sei nicht fern. Warte. Oh, meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert. Meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet und von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde will ich... Warte. Ja, pass auf. Guck auf die Straße. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkünden. Inmitten der Gemeinde... will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn und scheue dich vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln. In der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Amir? Warte. Ja? Ich habe noch eine letzte Frage, dann muss ich auch gleich los. Und ich wollte nur wissen, was du denkst darüber, warum der liebe Gott den Jesus nicht gesagt hat, warum er nicht wusste, wann er wiederkommt. Du weißt ja, dass der Jesus... Ja. Ja. Markus 13 spricht dir an, das weiß nicht der Sohn, das meinst du, ne? Genau, das weiß nur der Vater. Ja, genau. Weil der Herr Jesus als Sohn Gottes, als er so Gott war, Mensch geworden ist und sich eingeschränkt hat in seiner Gottheit. Er hat seine Gottheit verlassen. Philipper 2. Okay. Philipper Kapitel 2. Also Gott wurde ja Mensch. Das heißt also, er hat sich in seiner Allmacht, Allwissenheit etc. eingeschränkt für eine kurze Zeit, als er Mensch wurde.
Und das hat einen Sinn, weil die Menschen es nicht eben wissen sollen, den Tag und die Stunde, wann alles zusammenbricht und Herr Jesus wiederkommt. Weißt du, was das für eine Auswirkung hat, wenn du wüsstest, in 3 Jahre, 2 Monate und 22 Tage am Mittwoch um 16.30 Uhr? Weißt du, was das für eine Auswirkung auf diese Welt haben könnte? Die Welt würde zusammenbrechen. Die Leute würden Panik kriegen. Und was denkst du, dieses Nichtwissen, ja, ist sehr, sehr wichtig, damit die Leute ihr Leben leben können. Und jetzt, wie ich das so mitbekommen habe, der Jesus macht jetzt Wohnungen Einrichtungen für uns. Also, wie war das noch? Ja, genau. Ja, ne, so war das. Er bereitet eine Wohnstätte als Redewendung nach dem Motto, ich werde euch einen Platz machen im Himmel, damit ihr seht, wie wunderschön es ist, wo ihr hinkommen werdet, wo ich bin. Ja, genau. Ja. Meinst du auch, Leute kommen in den Himmel, die nicht so sich damit befassen, die zwar an Gott glauben, aber sich nicht da im Leben so mit befassen? Nein. Du musst eine Beziehung mit dem Herrn Jesus aufbauen, anfangen. Ohne eine Beziehung mit ihm keine Rettung. Weil der sagt dann später zu dir, ich kenne dich nicht. Ja. Ich kenne dich nicht, weil du hast mit mir keine Beziehung gehabt. So wie jetzt zum Beispiel, wenn du zum Beispiel verheiratet bist, also du gehst zur Hochzeit, deiner Hochzeit, und du machst halt dieses von deiner Frau zum ersten Mal hoch, dieses, wie nennt man dieses Gewand, was man vom Gesicht der Frau hochmacht. Ja, den Schleier, Entschuldigung, ja. Und auf einmal ist eine andere Frau da. Und die sagt, ja, Baby, lass uns heiraten jetzt. Und so, ey, ich kenne dich nicht, wer bist du? Du bist zwar mit zur Hochzeit gekommen, aber ich kenne dich nicht. Du bist nicht meine Frau. Ich verstehe. Du musst eine Beziehung mit dem Gott haben. Sonst wirst du, dann hast du auch keine Errettung. Ja. Jeder muss seine Beziehung mit Jesus Christus beginnen. Ab dem Zeitpunkt, wo du deine Beziehung mit dem Herrn Jesus und Gott beginnst, ab dem Zeitpunkt bist du errettet. Davor bist du, musst du ja, die Reise antreten, wenn der Tod dich ereilt von der Seite. Ein Unfall, du fährst auf der Straße und ein Auto überrollt dich, dann war es das. Da bist du unvergeben zurückgekommen zu Gott und dann wirst du gerichtet werden für all deine Sünden, was du getan hast. Gelogen, betrogen, gestohlen, alles hat der Herr gesehen. Gehasst, beleidigt, verspottet. All ich bete diese zweimal Dinge am Tag. Wirst du... Bitte? Ich bete zweimal am Tag, morgens und abends. Nee, sowas gibt's also wenn du eine Beziehung zum Herrn hast, ja, dann kannst du beten 100-mal am Tag oder einmal am Tag. Du bist frei zu beten, wann du willst. Ja. Glaubst du denn an den Herrn Jesus Christus? Ja, klar. Ja, dann hast du deine Sünden vor ihm bekannt. Habe ich schon gemacht. Ich mache das jeden Tag. Also wenn ich morgens aufstehe und abends, dann rede ich immer, also dann bete ich immer. Okay, also du hast deine Sünden, alles, was du in deinem Leben getan hast, hast du ihm davor in einem Gebet bereut, ja? Ja, das mache ich öfter. Aber ein einziges Mal vorher und nachher, wo du ohne den Herrn warst und jetzt mit dem Herrn, wo du deine Sünden vor ihm bereut hast, diesen Tag, kennst du ja. Aber Reza, guck mal, manchmal am Tag, ne, dann mache ich ja auch wieder ein paar kleine Sünden und so und dann tue ich abends. Das ist nicht wichtig. Der Tag, wo du zum Herrn kamst, wann war das ungefähr? Ich bin ja Christ, ich bin getauft und das ist eigentlich das Problem. Du bist nicht wiedergeboren. Du musst wiedergeboren werden. Du kennst den Tag deiner Wiedergeburt nicht. Als Christ da geboren zu sein und so weiter, das reicht nicht. Du musst absterben, der Welt und dich selbst. Und wahrhaftig zum Herrn Jesus kommen und dein altes Leben absterben und dein neues Leben als Diener des Herrn Jesus Christus beginnen. Dieses bisschen christlich geboren, das reicht nicht, leider nicht. Du musst von neuem geboren werden. Du musst absterben. Ich befasse mich damit jeden Tag. Ne? Ich gucke viel da, also ich gehe nicht zur Kirche oder so, aber ich gucke viel Predigen, wie heißt das nochmal? In YouTube da viele. Prediger, zuhören. Ja. Das nützt alles nicht. Nein, du musst deine Beziehung richtig beginnen mit dem Herrn, wo du abstirbst, den alten Menschen abstirbst komplett und eine neue Schöpfung wirst. Ja. Ist der Herr Jesus Gott für dich? Wie meinst du das? Ja, Lisa. Ist der Herr Jesus der Gott? Ist Jesus ja, das habe ich auch nie ganz Menschen? Das habe ich auch nie ganz verstanden. So. Und ich habe immer zum lieben Gott gebetet. Ne? Und für mich war Jesus immer der Sohn, ne? So vom lieben Gott. Aber man sagt ja, dass er auch Gott sei. Ne?
ja, du bist noch nicht richtig im Glauben, du kannst das nicht richtig bejahen und so weiter, das reicht nicht. Ich beneide das ja auch nicht, dass das so... Ich beneide das ja nicht, dass er auch Gott... Aber ich kannte das als kleines Kind immer so, dass der Jesus der Sohn ist, ne? Ja, aber was glaubst du, dass er der ewige, allmächtige Gott ist, der dich erschaffen hat, alles erschaffen hat? Ich habe immer geglaubt, dass der liebe Gott ist, der liebe Gott. Du kannst nicht einfach ja sagen, ne? Merkst du, du hast ein Problem. Das geht nicht, du musst erstmal wiedergeboren werden. Das reicht in diesem Zustand, wo du jetzt bist, leider wird es nicht reichen. Ja. Du musst wiedergeboren werden, echte Wiedergeburt zum Herrn Jesus Christus. Aus dem Heiligen Geist geboren werden. Ja, dazu gehört es, dass du weißt, dass er Gott ist, dass er der allmächtige Gott ist, der dich und das ganze Universum erschaffen hat. Ja. Die Bibel sagt ja eindeutig, dass wer bekennt, dass Gott im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott geboren. Ja, also wenn du bekennst und weißt, dass der Jesus Christus, der Allmächtige, seine Herrlichkeit verlassen hat und als ein menschliches Wesen hier in diese Welt eingetreten ist, dann weißt du, aha, Gott wurde also Mensch. Und ich muss das bekennen. Ich muss die Bibel lesen. Ich muss anfangen, alles im Kontext zu betrachten. Sowohl seine ja. Menschwerdung als auch seine Gottheit in Ewigkeit. Ja. Mach es okay, heute, Jungs. Also mach das bitte heute. Wie lange hast du die Bibel? Zeit? Wie lange bitte? Hast du die Bibel nicht mehr gelesen? Sei ehrlich. Boah, ehrlich jetzt. Also ich mach das ja. eigentlich. Boah, das. Ich hab mal wieder angefangen. Das ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Vier, fünf Jahre, letzte Mal. Vor vier, fünf Jahren. Heute noch. Heute wirst du dich hinsetzen und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus haben. Du wirst also geistliche Nahrung aufnehmen, okay? Ja. Ich versuche. Das war zum Glück, dass du hier drin warst. Ich bedanke mich für eure Zeit, verliere Jungs. Verliere nicht ja? deine Zeit, mein Lieber. Ich verliere nicht deine Zeit. Ja, okay, danke dir auch. Gut, einen schönen Gott Tag noch. Dabei. Gott segne ebenfalls. Dich. Dir auch dann. Euch auch. Dankeschön. Tschüss. Ja. Ach, ihr Lieben, bitte betet für ihn, ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Nah dran ist nah, also knapp vorbei ist auch vorbei, leider. Es ist. Aber seht ihr anhand der ganzen Fragen, die mein Bruder stellt, hört man schon heraus. Und dann noch die letzte Frage, die ich gestellt habe, ja, seit wann hast du denn nicht mehr die Bibel gelesen? Ja, ehrlich zu sein, seit 4-5 Jahren. Und wie soll denn jemand geistig wachsen, der auch gar nicht das Wort Gottes denn mehr liest? Wie geht das denn? Alhamdulillah, Jesus. Astaghfirullah, Jesus, ja. Nimm mal an, Bro, habe Fragen. Der Palästinenser. Der ist hier gar nicht in der Liste. Ach so, ja, weil der hat gesagt, irgendwie, du nimmst ihn nicht an. Der ist hier nicht in der Liste aufgelistet. Hier jemand noch hier. Ich schicke dir auch gar keine. Darf ich hoch hier so ein Ashadu an Jesu, ja, ja. Gott segne, Gott segne. Gottes Segen. Gott segne euch. Gott segne auch dich, mein Lieber. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage und zwar über die Konfessionen unseres Christentums. Ja. Ich habe gehört, dass Orthodoxen laut eurer Lehre, dass sie nie gerettet werden. Ja. Katholiken und sowas. Doch, wenn die Buße tun und wiedergeboren werden, natürlich, jeder Mensch hat die Möglichkeit zu errettet. Also fast jeder Mensch, wir wissen nicht, welche Menschen schon verhärtet sind in ihrem Herzen, das weiß nur Gott. Aber normalerweise hat jeder Mensch die Möglichkeit, wiedergeboren zu werden. Ein Katholik, ein Orthodoxer, ein Zeugenjahwe, weiß ich es nicht, aber normalerweise jeder Mensch. Ne, er muss Buße tun und wiedergeboren werden. Das habe ich schon getan, das habe ich schon. Ja, dann ist super. Dann freue ich mich für dich. Aber Orthodoxe und so weiter sind Traditionschristen. Die sind von neuem geboren. Dich? Traditionschristentum. Das ist weltliches, religiöses Gehabe. Ja, weil der Herr Jesus sagt ja nicht, ihr müsst, ja, wenn ihr nicht Katholik werdet oder wenn ihr nicht orthodox werdet, werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Nein, kein Orthodoxer sagt, ich bin von neuem geboren. Kein Katholik sagt, ich bin von neuem geboren. Ja, die sagen, ich bin Katholik, ich bin orthodox, aber damit wirst du nicht errettet. Nur Wiedergeborene werden errettet. Kein Katholik oder Orthodox oder Zeugen Jehova oder was weiß ich, was es für Denominationen da draußen gibt. Genau, ja. Ja, weil ich selbst jeden Tag in der Orthodoxen Kirche war und ich habe alles geprüft anhand der Bibel und ja, es stimmt das nicht, was sie da machen. Ja. Hast du schon mal Johannes 3 gelesen?
Welcher Vers? Johannes 3, Vers 3. Hast du den schon mal gelesen, den Vers? Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Was steht denn da? Wenn ich von neu geboren wird, kann ich, ja. Wenn ich von neu geboren wird, kann ich das Reich Gottes eingehen. So, siehst du? Also verlangt der Herr Jesus Christus, dass wir aus Geist und Wasser neu geboren werden. Wie ein Baby, das nochmal neu geboren wird und ein